Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Inge Rehak. Ich bin Medium und Mentorin für Medialität. Medialität ist einfach das, was ich liebe, was ich gerne mache. Und heute will ich sprechen mit dir über das Thema, wie sieht ein Geistführer aus? Wie sehen die denn aus? Ja, wie kann ich erkennen, dass das Wesen, das ich sehe oder wahrnehme, auch ein Geistführer ist? Also ich spreche heute über 7 Punkte, wie man am Aussehen einen Geistführer erkennt. Das war ein Scherz. Das ist nicht möglich. Ja, das war ein Scherz. Nein, am Aussehen erkennst du einen Geistführer nicht. Meines Wissens nicht. Wenn du es besser weißt, teile deine Weisheit mit uns in den Kommentaren. Wie sieht ein Geistführer aus? Der kann ganz, ganz viele verschiedene Formen und Aussehensarten annehmen. Das heißt, es ist nicht immer gleich, überhaupt nicht. Ja, das kann gehen von einer Farbe oder einer Form bis hin zu einem menschlichen Aussehen, wo du jedes Muttermal und alles sehen kannst. Ja, manchmal ist es sehr dubios, was wir sehen, nicht dubios, falsches Wort, sehr minimalistisch, also sehr wenig strukturiert, wenig aussagekräftig, so ein bisschen schwammig, so würden wir das vielleicht sagen, also nicht so genau, und manchmal wie in Stein geritzt, so exakt oder wie ein Foto. Also ein Geistführer kann sich so und so zeigen, beziehungsweise haben wir als Medium nicht immer die Fähigkeit, ihn so zu sehen, wie er ist. Ja, also das Limitierende sind unsere Fähigkeiten manchmal, und manchmal liegt es an ihm, wie möchte er sich zeigen oder wie glaubt er, dass es für die Kooperation zwischen ihm und uns am besten ist, dass er sich zeigt. Ja? Weil eins wollen Geistführer nicht, uns Angst machen. Ja, das wollen sie nicht. Sie wollen uns nicht erschrecken oder Angst machen. Und vielleicht gibt es gewisse Formen, Farben oder gewisse Körperstrukturen, die uns als Mensch einfach Angst machen würden, die für die geistige Welt, aber für unsere Geistführer recht normal ist, recht klassisch, ja, so nichts dabei. Ja, kann ja gut sein. Das heißt, da ist vieles möglich. Da ist vieles möglich. Also es kann nicht sein, dass eine Erscheinung ist und du weißt sofort aufgrund des Aussehens, das ist mein Geistführer. Das wird eher nicht geschehen, sondern es wird eher so geschehen, dass ein Geistführer vor dir erscheint und an der Energie erkennst du ihn als deinen Geistführer oder durch dein Hellwissen. Du hast plötzlich so diese Gewissheit, das ist mein Geistführer. Und so kannst du ihn erkennen, über das rein Äußerliche nicht wirklich. Ja, nicht wirklich. Also kann sich auf viele verschiedene Arten zeigen, ist dir wohlgesonnen. Also wenn es jemanden gibt, der mal so die Hände in die Hüften stürmt und stemmt und mal ein Donnerwetter auf dich loslässt, ist es auch nicht dein Geistführer. Ja, übrigens. Sondern die sind manchmal schon ein bisschen streng, ja, das schon, aber dir wohlgesonnen, dir liebevoll gesinnt, die sind da, um dich zu unterstützen, um dich zu begleiten, um dir Führung zu geben, wie der Name schon sagt, Geistführer, ja. Also das ist ja ihre Aufgabe und daran wollen wir uns erinnern. Und dann zeigt er sich manchmal einfach so, wie er sich gerade wohlfühlt in der Form oder wie er glaubt, dass es für dich gut ist oder dass du es gut annehmen kannst. In Ordnung? Also gibt es verschiedene Facetten und ich habe das schon alles, ich habe schon so viele unterschiedliche Geistführer und Geistführerinnen gesehen und es ist auch sehr, sehr unterschiedlich, was sie von sich zeigen oder in welchem Abstand sie zu dir sind. Ich hatte mal einen, der hat sich nur so gezeigt. Ich konnte nur seinen Kopf, sein Gesicht sehen und immer mit geschlossenen Augen. Ja, und das war für mich damals auch ein bisschen schwierig, weil der auch nicht mit mir gesprochen hat. Der hat nur unter Anführungszeichen, hat ausschließlich über Energien gewirkt. Also ich habe ihm eine Frage gestellt und ich habe einen riesen Energieschwall gefühlt und gewusst, okay, er hat mir geantwortet, aber in meinem Verstand kam nichts an.
Ja, seine Art der Kommunikation war anders. Jetzt habe ich wieder ein Team, das sehr wohl mit mir auch in Worten kommuniziert, was für mich leichter ist. Ich habe auch schon erlebt, dass jemand sich immer nur sehr weit von der Entfernung zeigt oder immer rechts neben mir erscheint oder immer links neben mir erscheint oder immer leicht schwebend vor mir erscheint. Das ist alles möglich. Ja, sei da so offen, wie es dir irgendwie möglich ist. Sei frei, sei offen, sei bereit, auch Ungewöhnliches anzunehmen. Denn es liegt nicht an uns, das Aussehen unseres Geistführers zu bewerten. Es liegt an uns, unseren Geistführern die Offenheit entgegenzubringen, die eine Kooperation, eine Zusammenarbeit ermöglichen. Darum geht es uns, ja? Es geht auch nicht darum, wer hat den größeren oder wer hat den Geistführer mit dem längeren, keine Ahnung, Zauberstab oder Schwert oder mit der größeren Krone oder mit der stärkeren Rüstung oder mit den größten, keine Ahnung, Stiefeln, Schuhen, Fingern. Nein, das ist völlig irrelevant. Ja, das sagt auch nichts über ihre Power und Kraft aus. Und es hat ohnehin keinen Sinn, Geistführer miteinander zu vergleichen. Also meiner kommt immer auf einem weißen Ross angeritten und hat die schönste, keine Ahnung, Uniform oder was, ja. So what spielt keine Rolle? Die Rolle spielt, dass dein Geistführer für dich da ist und deshalb, Aussehen ist nicht relevant, energetisch dir die beste Hilfestellung geben kann, nicht zum Angeben, nicht zum Vergleichen, sondern für deine spirituelle, geistige, mediale, bewusstseinsmäßige Entwicklung. Dafür ist er hier, darum geht es ihm. Und das soll gut zusammenpassen. Und deswegen hast du genau den Geistführer, den du jetzt hast. Oder hast du vielleicht deswegen genau dieses Geistführer-Team, das du jetzt hast. Es kann einer sein und es können mehrere sein. Und auch hier vergleichen ist nicht relevant, spielt keine Rolle, sondern es geht darum, dass das, was da ist, angenommen wird. Nicht wegschieben, nicht ich hätte lieber einen blonden oder einen größeren oder einen kleineren oder die Nase ist mir zu groß oder die Beine sind mir zu krumm. Ja, um das geht es bitte nicht. Also wir wollen hier unsere Äußerlichkeiten, falls wir Wert legen auf Äußerliches, was völlig in Ordnung ist, das wollen wir hier völlig zur Seite geben und dem Geistführer offenen Herzens dankbar begegnen. So wie er sich zeigt, so wie er ist, so wie es jetzt für mich möglich ist als Medium, als Mensch, so offen, so frei, so großzügig, so freudig, so dankbar, wie ich ihm jetzt in der Lage bin zu begegnen. Denn wenn mir das gelingt, je stärker mir das gelingt, desto mehr kann ich aufnehmen, desto mehr kann ich verstehen, was er mir sagt, desto mehr kann ich die Energien in mich aufnehmen und damit das bekommen, was er mir geben will an Entwicklung, an Entfaltung, an Erkenntnissen, an Aktivierung meiner Selbstheilungskräfte und so weiter. Ja, wenn du sagst, hey cool, ich möchte mehr über Engel und Geistführer lernen und ich will hier einen Kurs von diesem Medium hier buchen, dann habe ich ein Paket Engelkurs und Geistführerkurs in einem, die sind in einem Paket, ja, kannst du also immer im Paket kaufen, buchen. Und das sind zwei Kurse, kurz, knackig, aber effizient fürs Selbststudium. Und die werde ich verlinken, damit du dir das anschauen kannst. Vielleicht spricht es dich an, wenn du gerade so am Einsteigen bist oder wenn du sagst, ich habe lange Pause gemacht, ich will das wieder auffrischen. Dann schau dir das an und vielleicht ist es genau richtig für dich. Würde mich freuen. Für heute wünsche ich dir einfach noch einen super schönen Tag, eine gute Zeit und viel Freude mit deinem Geistführer. Wenn du Lust hast, freue ich mich, wenn du bei diesem Video auf Gefällt mir klickst, wenn du meinen Kanal abonnierst, wenn du nicht schon einer meiner Superfans bist, dann freue ich mich, wenn du darauf Lust hast und wenn du die Informationen in meinen Videos bzw. die Videos, was leichter ist, auch teilst mit anderen Interessierten, mit anderen Freunden, damit wir diese
dieses Unwissen, das über Medialität besteht, auch nach und nach ausgleichen können, damit es wieder natürlich gelebt in unseren Alltag, in unser Leben kommen kann. Herzlichen Gruß von mir, hab's schön, hab eine gute Zeit, bis bald, ciao.